Einen wunderschönen guten Tag, meine Leute. Und zwar wundert euch nicht, aber diesmal gibt es einen kleinen anderen Content auf meinem Kanal. Bedeutet, normalerweise geht es ja auf meinem Kanal um mich, aber diesmal nicht wirklich, weil nämlich vor circa, ich glaube, 3, 3,5 Wochen hat sich ein Turmfalke bei uns auf dem Balkon eingenistet und der hat tatsächlich Eier gelegt. Erst waren es eins und dann jeden Tag oder ein paar Tage später waren es immer ein Ei mehr. Und den ganzen Prozess habe ich jetzt gefilmt. Das heißt, ja, ihr werdet jetzt sehen, wie sich die Eier entwickeln, ob sich die Eier entwickeln und wie das Ganze ist mit einer Aufzucht von Turmfalken. Den ganzen Prozess habe ich aufgenommen und kommentiert. Wie gesagt, ein bisschen anderer Content auf meinem Kanal, aber das macht ja nichts, ne? Ich meine, man kann ja präsentieren, was man gerade so vorfindet. Und ich fand das mega interessant, das Ganze zu dokumentieren, weil ich von diesen Tieren so gut wie gar nichts weiß und weil ich das natürlich nicht kenne und sowas noch nie hatte. Also mega cool, dass sie Eier gelegt hat. Das wird mehrere Teile dazu geben. Wie viele weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich auch sehr bald Flöcke werden und sich auf und davon machen. Ja, und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt und viel Spaß dabei zuzusehen. Natürlich. So, hier sind die Eier. Zwei Stück. Ein helleres und ein dunkleres. Ich glaube, ihr seht das vermutlich gar nicht so richtig. Aber da sind schon die Federn. Zumindest die abgefallenen Federn. Und der kleine Freund sitzt da. Ja, da sitzt er. Seit gestern sind es zwei Eier. Oh mein Gott, Leute. Jetzt sind es schon drei Eier. Wenn es so weitergeht, können wir bald einen Vogelzug machen. Aber sie ist nicht auf dem Dach. Also sie hat zumindest, hat sie wohl irgendwo bei dem schlechten Regenwetter Schutz gefunden. Na gut, ich bin mal gespannt, wie viele Eier das noch werden. Und dann können wir bald eine Familie gründen. Yeah. So, ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht gefilmt, weil ja nichts Großartiges passiert ist. Es ist sehr windig heute, aber wie ihr sehen könnt, es sind vier Eier. Also irgendwie werden es immer mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben hier eine ganze Familie adoptiert. Und ja, ich freue mich, aber ich bin mal gespannt, wie viele Eier das noch werden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich traut, hier vier Eier hinzulegen. Aber die sehen doch ganz gut aus. Ja, mal schauen, ob es bei den vier bleibt oder ob es noch mehr werden. Don't know, welcher Tag heute ist, aber es werden immer mehr Eier. Es ist jetzt das fünfte Ei dazugekommen. Und der kleine Spatz sitzt da oben hier. Ja, na prima. Also es werden immer mehr Eier. Wir können ja bald eine ganze Familie aufmachen. Oder wir machen daraus ein paar Frühstückseier. Nein, Spaß. I don't think so. So, also es sind aktuell, na, fokussiere. Fünf Eier. Ich glaube, mehr als sechs legt sie nicht. Das heißt, juhu, wir haben es bald geschafft. Tag 5000 und die Eier sind immer noch da. Schön angeordnet in einem Kreis. Ich glaube, da liegt Kacke und eine Feder. Und hier sind die Eltern. Tag 5000. Es ist übelst heiß. Ich glaube, wir haben fast 30 Grad. Und die Eier liegen immer noch da. Sie tun gar nichts. Ich sollte mal die Kamera drehen. Ja.
und verändert nach, stopp, wie viele Tage sind es jetzt, 30? 29 Tage. 29 Tage unverändert. Ich hoffe, die Eier werden noch gut und die Küken schlüpfen. I don't know. Oh mein Gott, Leute. Es ist eins geschlüpft. Ich kann es nicht glauben. Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte noch filmen, wie das aus dem Ei rauskommt. Aber es bewegt sich. Oh mein Gott. Es bewegt sich. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Ja, es ist auf einmal da gewesen. Keine Anzeichen, nix. Ja, toll. Oh, wie süß. Guck mal, wie putzig. Baby. Oh mein Gott, es hat seinen Kopf bewegt. Oh, wie süß. Sie sind vor 2 Tagen geschlüpft. Also vor 2 Tagen haben sie angefangen zu schlüpfen. Und sie sind tatsächlich was geworden. Guck mal, wie klein und unschuldig. Süß. Ja, meine Mutter hat im richtigen Moment gefilmt, wie eins aus dem Ei gekommen sind. Und jetzt folgen sie und sie bewegen sich. Man sieht die so schlecht, Baby. Oh. Jetzt fehlen nur noch die anderen 2, dann sind sie komplett. Wie süß. Honey. Oh. Reagieren auf mich, die reagieren auf mich. Was? Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, ich bin die neue Mutter, ich schwör's. Guck mal, oh. Oh, wie süß.